Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Freunde, wie geht's euch und herzlich willkommen zu einem kleinen Special-Video, denn wir schauen uns heute gemeinsam einen neuen Hack an, der released wurde. Die Rede ist von Banjo-Kazooie The Bear Waker, ne? Und wer jetzt die Wörter und die Wörter klug miteinander kombiniert wird, draufkommt, das ist Banjo-Kazooie in The Legend of Zelda The Wind Waker. Und das möchte ich heute gemeinsam mit euch tun. Und hier im Titelbildschirm gibt es schon ein kleines Easter Egg. I am Dr. Hübi, I can cool tricks. I am Dr. Hübi. Oh yeah, hier läuft nämlich in der Kuckucksuhr ein kleiner Jingle. Ich warte für Link. Auf Link natürlich, mein Deutsch ist nicht so gut, dass er seine Schwester suchen kann und Ganondorf besiegen kann. Ja, ne, ganz, ganz normal. Aber ich hab ihn nirgendwo gesehen. Na, vielleicht ist irgendwas Krasses passiert, Mann. Vielleicht, ich weiß nicht. Ich hab es mit so einer Dame in sein Haus verschwinden sehen, da hat er die Tür abgesperrt und seitdem kam er nicht wieder. In Ordnung. Ja, Leute, muss ich noch irgendwas sagen? Wir haben neu aufgelegte Musik. Wir haben, ja, einfach... Ah ja. Ganz, ganz besonderes Gameplay. Ah ja. Der Tipp ist mit Sicherheit sehr wichtig. Alter, DK, was machst du denn da? So, damit ich nichts vergesse, fotografiere ich mir den Bums hier einfach. So, zack. Und das Bild fotografiere ich mir auch, weil es hieß ja, diese Windfischbilder unterscheiden sich immer. So, dann verchecke ich hier hoffentlich nichts. Aber ich kann tatsächlich jede Tür aufmachen. Jetzt habe ich 60 Noten gesammelt. Und jetzt ist das Spiel abgeschmiert. So, wenn ich das richtig deute, dann ist das... hier ungefähr. Lol, es ist wirklich was passiert. Oha! Krass! Jawohl, den können wir echt kaputt machen. Alles klar. Hä, komme ich da nicht runter? Das könnt ihr mir nicht erzählen. Doch, das müssen wir machen, oder? Ja, wir müssen, das ist so ein Spinnennetz wie am Anfang. Das kann man kaputt machen. Das wollte ich doch gerade sagen. Immer schön alles einsammeln. So. Was geht hier ab? Da ist ein Puzzleteil-Symbol auf dem Boden gewesen. Was schon mal gar nicht schlecht ist. Jetzt müssen wir aber erstmal die Noten einsammeln. Aha. Mit Puzzleteilen können wir... Nein, ich wollte da nicht drauf. Ich habe nichts gedrückt. Mit Puzzleteilen können wir neue Orte auf der Insel freischalten. Und ich vermute stark, dass in der Kiste vielleicht sogar das erste Puzzleteil drin ist. Und dann sehen wir einfach mal, was passiert. Schauen wir nach. Jawohl! Am Ende der ersten Folge kriegen wir dann doch nur das erste Puzzleteil. So, dann werden wir das doch einfach mal einsetzen. Ich habe A gedrückt, man sieht zwar nichts, aber man kann da doch rein. Ich wusste es. Auf jeden Fall, hinter dem Bild müssen wir nachgucken, was da ist. Und wir müssen jetzt quasi da in das Dach rein. Und jetzt kommen wir, glaube ich, Stück für Stück dem Geheimnis dieser Insel auf die Spur. Hey Leute, wie geht's euch? Willkommen zurück zur, ja, letzten Folge eigentlich schon. Ich wollte jetzt irgendwie sagen, nächste Folge, letzte Folge, zum zweiten Part, was auch immer. Ich würde aber fast schon sagen, zum Finale, zum kleinen Mini-Projekt Banjo-Kazooie The Bear Waker. Ich müsste ja hier zu diesem Jinjo kommen. Wer wagt es, Boss Boom Boom Box Versteck anzugreifen oder was auch immer er da sagen will? Oh boy. Ich habe einen Safe State. Yes! We did it! Cool! Und hier ist Puzzlo Nummer 5, aber es fehlt uns immer noch die Hälfte.
Und jetzt gehen mir langsam die Spots aus, an denen ich suchen muss. Ich denke aber tatsächlich, um jetzt einfach ein bisschen Fortschritt zu machen und dass ihr einfach vielleicht nochmal ganz andere Orte und Dinge zu Gesicht bekommen. Und man kann ich hier mir noch... So, dann wollen wir hier mal als Banjo und Kazooie reingehen. Und dann mal schauen, was hier abgeht. Vielleicht in der Vase? Kann ich die Vase kaputt machen? Nein, ich habe was vercheckt. Ich muss hier als Kürbis nochmal herkommen. Ich habe den ganzen Weg umsonst gemacht. Okay, dann würde ich sagen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Es hat ultra viel Spaß gemacht. Ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da und abonniert gerne den Kanal, falls ihr irgendwie neu durch dieses Projekt hier draufgekommen seid, was ich jetzt nicht vermute. Das hat jetzt nicht so große Aufmerksamkeit bekommen, aber für alle, die zugeguckt haben, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und wir werden in Zukunft mit Sicherheit noch den einen oder anderen kleinen Hack ausprobieren. Haut rein, euer Hübi.